Jetzt zeige ich euch die Verschieblichkeit starrer Körper. Jede Verschiebung ist darstellbar als eine Verdrehung um einen Absolutpol. So, jetzt fragt ihr euch schon wieder direkt, okay, was heißt nochmal Absolutpol? Absolutpol ist automatisch immer das Festlager. So, das Ganze, was wir jetzt hier machen, ist eigentlich nur Grundlage für unseren Polplan. Aber merkt euch schon mal vielleicht im Hinterkopf, Festlager ist immer automatisch unser Pol. So, jetzt habe ich ja gesagt, die Verschieblichkeit von unserem Loslager zum Beispiel, also Verschieblichkeit habe ich hier direkt eingetragen, denn die vertikale, diese vertikalen Pfeile, die ich jetzt hier eingetragen habe, symbolisiert ja unsere Verschiebung. So, und diese Verschiebung kann ich jetzt als eine Verdrehung um unseren Pol darstellen. Machen wir das doch einfach mal. Also wir haben ja gesagt, unser Festlager ist direkt unser Pol. Und die Verdrehung um diesen Punkt, also diesen Punkt, kann ich jetzt als einen Kreisbogen direkt eintragen. Und wenn diese Tangente dieses Kreisbogens jetzt genauso aussieht, wie die Tangente oder eher gesagt unsere Verschiebung des Loslagers, das heißt, wir haben jetzt hier keinen Widerspruch, dann ist das Ganze verschieblich. Also merkt euch das, wenn wir jetzt hier keinen Widerspruch haben, also diese Tangente ist identisch mit der Verschiebung unseres Loslagers, dann ist das Ganze verschieblich. So, jetzt zeige ich euch mal ein Gegenbeispiel. Wir haben ja direkt gesagt, okay, Festlager ist unser Pol und wir wollen jetzt auch diese Verschiebung wieder als eine Verdrehung um diesen Pol darstellen. So, jetzt mache ich das Ganze wieder. Ich zeichne wieder unseren Kreisbogen hier ein. Und was sehen wir jetzt schon direkt? Diese Tangente unseres Kreisbogens schneidet jetzt unsere Verschiebung, unsere mögliche Verschiebung des Loslagers. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen Widerspruch und Widerspruch heißt direkt, das Ganze ist nicht verschieblich. So, merkt ihr euch das? Widerspruch, nicht verschieblich, hier kein Widerspruch, verschieblich.